Neben mir steht Marco Nink, Strategic Consultant bei Gallup. Heute ist der Tag, wo die Zahlen für 2011 offengelegt werden. Frage an Marco Nink. Gallup unterscheidet zwischen hoher emotionaler Bindung, geringer und keiner emotionaler Bindung. Und die Frage ist natürlich, um wie viel arbeitet oder wie viel Leistung bringt einer weniger, der nur eine geringe emotionale Bindung hat? Also Sie müssen unterscheiden, dass wir diese drei Gruppen haben. Und die mit Herz und Verstand bei der Sache sind, das ist die Idealgruppe. Dann haben Sie das Chancensegment, das sind die Leute, die machen Dienst nach Vorschrift, die spulen das Pflichtprogramm ab, die kommen morgens zur Arbeit, machen ihren Job zwischen 9 und 18 Uhr und gehen dann wieder nach Hause. Mittlere emotionale Bindung. Und dann haben wir die innerlich gekündigt haben. Und alle drei Gruppen zeigen unterschiedliche... ohne emotionale Bindung. Genau, alle drei Gruppen haben unterschiedliche Verhaltensweisen, die sie an den Tag legen. Wir können das aufzeigen anhand von Fehlzeiten. Die mit Herz und Verstand dabei sind, die hohe emotionale Bindung, die fehlen am wenigsten. Dann etwas mehr fehlen die, die Dienst nach Vorschrift machen. Und die innerlich gekündigt haben, die bringen es auf 8,5 Fehltage im Jahr. Zum Vergleich, die mit Herz und Verstand bei der Sache sind, die fehlen im Schnitt nur 5 Tage. Also 3,5 Tage Unterschied. Das ist etwa eine Differenz von 41%. Und wenn Sie nun bedenken, dass jeder Fehltag 290 Euro ein Unternehmen kostet, dann summiert sich das natürlich ganz erheblich. Also man kann es an einzelnen Punkten wie Fehltagen deutlich machen, aber man kann es nicht einfach sagen, overall ist es so mit der Leistung bestellt, die sich ja in vielem ausdrückt. Ja, da kommen natürlich eine ganz andere Reihe von Kriterien noch dazu. Also die mit Herz und Verstand bei der Sache sind, die sind kundenorientierter, die sind ihrem Unternehmen treuer, die sind innovationsstärker. Das heißt, die bringen sich mit Vorschlägen stärker in das Unternehmen ein. Sie empfehlen auch ihr Unternehmen weiter. Also gerade im Hinblick auf das Personalmarketing ist das ja eine ganz entscheidende Sache, wenn es um den Wettstreit von Talenten geht, die Weiterempfehlung des Arbeitgebers, aber eben auch die Weiterempfehlung des eigenen Angebotes, also Produkte und Dienstleistungen. Das macht sich einer ganzen Reihe von Kriterien macht sich das fest. Und wir haben berechnet, wenn Sie die Gruppe derer, die innerlich gekündigt haben, also die, die keine emotionale Bindung aufweisen, der Volkswirtschaft in Deutschland entstehen dadurch Kosten in Höhe von 122 bis 124 Milliarden Euro im Jahr. Milliarden. Ja. Bleibt die Frage, warum wird es von Jahr zu Jahr weniger? Hat das mit der Globalisierung zu tun? Hat das mit der Reglementierungswut in Deutschland zu tun? Hat das mit dem Werteverfall zu tun? Es hat weniger mit den Rahmenbedingungen zu tun. Sie müssen sich das vorstellen, der Grad der emotionalen Bindung, wenn Sie in die Kategorien durchwandern, also Dienst nach Vorschrift machen, dann innere Kündigung, das alles ist ein Prozess. Also wir kennen kaum Mitarbeiter, die nicht engagiert und motiviert bei der Arbeit einsteigen, wenn sie zu einem Unternehmen hinzukommen, neu. Aber mit der Zeit, die Erfahrungen, die sie dort machen, im direkten Bezug zur Führungskraft, das ist das, was eigentlich emotionale Bindung ausmacht. Und je mehr sie missachtet werden am Arbeitsplatz, desto eher distanzieren sie sich. Da machen sie erst noch Dienst nach Vorschrift und dann am Ende des Tages resignieren sie und stecken dann den Kopf in den Sand. Trotzdem ist auffallend, dass über die Jahre das nun eben weiter und weiter und weiter abnimmt. Klar, es ist nach wie vor so, dass Führungskräfte ja keine Naturtalente sind. Die müssen das gute Führen erst lernen. Das machen sie nicht in ein paar Wochenendseminaren, sondern das hat natürlich ganz stark damit zu tun, halte ich den Führungskräften auch mal den Spiegel vor. Viele von diesen Themen, die wir behandeln, sind weitestgehend bekannt. Das Problem ist, sie werden einfach nicht gelebt. Bleibt noch die Frage, warum sind Länder wie Schweiz oder auch im Norden Europas deutlich besser aufgestellt als wir in Deutschland? Also eine der Ursachen, die wir festgestellt haben, ist darin zu finden, dass die Personen, die in der Schweiz Mitarbeiter führen, in der Regel kleinere Teams führen, als das in Deutschland der Fall ist. Und das hat natürlich Auswirkungen. Ich habe mehr Zeit, mich um den Einzelnen zu kümmern. Ich habe mehr Zeit, seinen Belangen und seinen Bedürfnissen gerecht zu werden. Das schlägt sich natürlich auch im Grad der emotionalen Mitarbeiterbindung wieder. Wow, herzlichen Dank. Gerne. Marco Nink, Strategic Consultant im Hause Gallup.